Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu The Lion Song Episode 2. Wir haben in der letzten Folge unser neues Modell gefunden, das wir malen werden. Einen jungen, kräftigen Herrn. Ich bin mal gespannt, wie er sich anstellen wird. Aber ich schaue mich erstmal ein bisschen hier in Wien um, was wir hier machen können. Da bin ich hier offenbar, der sich bewegt. Dieser weiße Punkt hier. Aber in Wien ist ja ganz schön was los. Was für ein Anblick. Was macht er da? Achso. Ich. Rathaus? Ich liebe den Park von dem Rathaus. Ich werde mich einen Moment lang ausruhen. Burgtheater. Das ist eine lange Schlange. Jeder will das aktuelle Stück sehen. Was haben wir noch hier? Irgendwas Besonderes? Mein Atelier. Meine Wohnung. Okay. Das Stephansdom. Was ist denn das Stephansdom? Ich muss im Moment nicht wieder dorthin. Ich will mal wissen, was dieses Stephansdom ist. Ich war ja noch niemals in Wien. Aber sieht sehr, sehr schön aus von oben. Ah, der Stephansdom. Wahrhaftig eines von Wiens imposantesten Gebäuden. Kärntner Straße. Nein, danke. Ich kann den Dom von einem Fenster in meinem Atelier aussehen, aber es ist viel beeindruckender, wenn man da vorsteht. Viel los hier heute. Oh, ich bitte um Verzeihung, der Herr. Okay, da hat jemand angerempelt. Na gut, dann gehen wir ins Atelier. Dum, 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 dum. Klopf, klopf. Ich geh mal. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Wie hätten Sie es mich denn gern? Ich habe gewöhnliche Kleidung vorbereitet. Ausziehen. Soll ich es machen? Ausziehen. Sie malen mich nicht in meiner Uniform? Ach, egal. Legen Sie sich hin. Ist es genehm, wenn ich stehe? Der hat schon Angst. Sorry. Natürlich. Also, ich werde jetzt anfangen. Muss ich denn den Po backen? Oh, gut. Sollen wir uns unterhalten? Oder täte Sie das ablenken? Ich rede gern während des Malens. Das ist nicht so selten, wie Sie glauben. Erzählen Sie mir von sich. Wo soll ich anfangen? Als Kind war es mir nicht wichtig, beliebt zu sein. Ausgezeichnet. Fangen Sie da an. Warum war das so? Naja, das kam von Natur aus. Ich brillierte im Sport. Ich habe eine starke Gesangsstimme. Natürlich fühlten sich natürlich zu mir hingezogen. Natürlich fühlten sie sich natürlich zu mir hingezogen. Sie waren bei allen beliebt? Was haben Sie über Ihre Freunde gedacht? Entschuldigung? Ich verstehe die Frage nicht. Freunde sucht man sich aus. Sie respektieren einen. Sehr gut. Ich sehe sie nun viel klarer. Ein wenig später. Sind Sie müde?
Es kann recht mühsam sein, eine Pose so lange zu halten. Ich maßregle meine Männer von Zeit zu Zeit, befehle ihnen mehrere Stunden am Stück zu stehen. Richtet sie ab. Hehe. Ich gebe zu, es ist selbst für mich ein bisschen anstrengend. Wie ist es so, ein Lieutenant zu sein? Leutnant zu sein? Es ist eine große Verantwortung. Man muss schwierige Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, ob sie richtig sind. Verstehen Sie's? Ich muss mich auf meine Instinkte verlassen und auf das, was ich in der Akademie gelernt habe. Ich muss stark sein. Einige Zeit später. Wie haben Sie Ihre Überlegenheit Ihren Spielgefährten klargemacht? Ich war immer stärker. Sie waren schwach. Es war einfach. Haben Sie andere Wege erwogen? Haben Sie Mitleid für die, die zu Ihnen aufschauen müssen? Entschuldigen Sie, warum ist das wichtig? Warum sprechen wir darüber? Weil ich nicht weiterkomme. Ich weiß, wer Sie sind. Zu Gänze. Aber das, warum Sie so sind, wie Sie sind, das entzieht sich mir. Ist das meine Schuld? Nein. Und es wird niemanden auffallen. Außer mir. Stunden später. Brauchen Sie es immer so lang? Ist etwas nicht in Ordnung? Es ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Das ist alles zu abstrakt. Ich hätte eine Fotografie von mir anmachen lassen sollen. Man sagt, das Abbild würde immer perfekt. Keine Sorge, wir sind fast fertig. Puh, bin ich froh. Einige Stunden später. Wie weit sind wir? Noch etwas Geduld bitte, fast fertig. So, meine Muse ist streng mit mir. Ich habe ihr alles gegeben, was ich konnte. Darf ich es sehen? Ja. Ich hoffe doch, es ist gut geworden. Das bin nicht ich. Ich sehe unentschlossen aus. Verängstigt. Ich will nicht, dass Leute mich so sehen. Sie sind ein Soldat. Ein Anführer. Wenn sie vorsichtig sind, wenn sie nicht kopflos in den Tod laufen, sicherlich sind das die Qualitäten, die ich eingefangen habe. Wollen sie es mich für dumm verkaufen? Ich werde mich nicht zum Objekt ihrer Satire oder wie auch immer sie es nennen wollen, machen lassen. Stunden später. Nein, nein, nicht schon wieder. Es ist schon wieder passiert. Wie lange? Stunden verloren. Wo? Verworfene Leinwände. Der Divan. Ich kann mich nicht erinnern, wohin gehe ich, was ich tue. Ich muss mein nächstes Modell finden. Die Facetten dieses Mannes. Es hatte irgendwas. Ich habe es von der Wand genommen. Aber ich bringe es nicht übers Herz, es wegzuschmeißen. Alles, was ich sehe, sind die Fehler. Die Facetten dieses Mannes, also.
Was löst meinen Aussetzer aus? Ich kann mich nicht erinnern, wohin ich gehe, was ich tue. Was habe ich in ihr gesehen? Traurigkeit. Ihr Leben eine gnadenlose Realität. Schönheit und mehr. Hoffnung. Ihrem Leben zu entfliehen. Irgendwann. Okay, das hatten wir schon. Er schafft es nicht, die Facetten abzubilden. Ich suchte nach Wegen zu malen. Was ich sehe. Noch ein gescheiterter Versuch. Er schafft es nicht, die Facetten abzubilden. So, okay. Alphons Bock. Der kleine Junge, der im Inneren kauert. Ich konnte seine Facetten sehen, seine Persönlichkeit. Aber ich konnte nicht herausbringen, was ihn so gemacht hat. Soll ich es zum Salon bringen? Was wird Fräulein davon denken? Ja, egal, was kommt. Ich muss es zum Salon bringen. Okay. Verworfene Leinwand. Das ist nichts außer kindische Kritzeleien. Kein einziges davon ist es wert, fertig gemalt zu werden. Ich werde sie übermalen, wenn ich neue Leinwände brauche. So. Du bringst es also in den Salon. Okay. Zeichenmappe. Alte Skizzen. Betrachten. Die sind da von damals, von der jungen Komponistin. Ich konnte einige Facetten sehen, als ich mit ihr gesprochen habe. Noch bevor ich sie gemalt habe. Aber die Größe, die sie erreichen sollte, war noch verborgen. Sie war eine der ersten, mit der ich gesprochen habe. Tat so, als wäre sie jemand, der sie nicht ist. Ich habe sie nicht gemalt. Betrachten. Ich erinnere mich an diese Sitzung. Es war ein lustiger Herr. Ich gehe nach Hause. Der folgende Morgen. Oh, da sind wir. Ich in die Wohnung. Meine Wohnung. Mein Atelier. Leer. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Salon. Wenn ich ja offenbar hin muss, aber es wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Gott, wir kriegen bestimmt so viel Ärger, das ist unglaublich. Fräulein. Hallo, Fräulein Lovejack. Oh. Hallo. Ich bin froh, dass ich Ihnen heute nicht nachjagen musste. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie haben ein Bild mitgebracht? Ja. Es hängt da drüben, wie Sie sehen können. Hahaha. Oh, ich habe es nicht bemerkt. Sie haben einfach angenommen, dass Sie es herbringen können? Ich bin mir sicher, ich habe mich seit Frau Bibliothek ersteigert. Seid mit Frau Melina. Und ich soll das bestätigen? Ja. Ich bin leider schon spät dran. Für eine andere Verabredung. Nein, nein. Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung. Ja, bitte enttäuschen Sie uns nicht. Sie haben etwas von ihm gemalt. Vielleicht überraschend für die,
die ihn nicht gut kennen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, vielleicht. Sie finden es also gut. Obwohl es besser ist, wird es ihm nicht gerecht. Oder? Ich kenne ihn seit Jahren. Er steckt mehr in ihm, als sie in diesem Bild zeigen. Eine gewisse Fassade, aber ohne Tiefe. Ja, jetzt sehe ich die Fehler. Ich verstehe, dass ich noch viel zu lernen habe. Sie sind nicht ehrlich mit dem Pinsel. Sie müssen außerhalb ihrer eigenen Erfahrungen denken. Gehen Sie raus, in die wirkliche Welt. Versuchen Sie, wirkliche Menschen zu treffen. Raus aus dieser ach so strahlenden Blase der gehobenen Gesellschaft. Ach ja, so strahlend hell, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. Aber ja, strahlend. Was antworte ich denn da? Und wohin soll ich gehen? Ha, fragen Sie es Ihren Großvater. Mein Großvater? Ja. Er bezwingt Berge. Er weiß, wie sich's anfühlt. Den scharfen Stein, der in seinen Händen beißt. Die schwarze Erde unter seinen Fingernägeln. Er kennt die wirkliche Welt. Ich kann sehen, warum Alphonse mit dem Bild unzufrieden sein könnte. Ich bin dem echten Alphonse Bock so nahe gekommen, wie ich konnte. Nach Porträts halt. Dann gehe ich jetzt. Ich soll also in die wirkliche Welt gehen. Josef Marquerts Wohnung. Großvater, ich brauche Hilfe. Das Fräulein Lavchiak meinte, ich sollte hinaus in die wirkliche Welt. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Du kennst sie doch. Weißt du, was sie damit gemeint hat? Triff mich am Markt. Ich denke, ich kann dir helfen. Oh, noch mehr Gebäude sind freigeschaltet worden. Der Markt und das Kaffeehaus. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.